Hallöchen Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr wundert euch vielleicht gerade, dass ihr eine Landkarte seht. Das ist die Unterlage von meinem Schreibtisch. Das heißt, wir sind heute mal logischerweise auf meinem Schreibtisch, weil ich möchte euch ein kleines Halloween-DIY für euren Schleichhof zeigen. Und zwar eine Geistergirlande. Und dafür braucht ihr Klebe, eine Schnur oder ein Band, eine Schere, einen schwarzen Filzstift, einen Bleistift und zuletzt ein weißes Blatt Papier. So, jetzt fangt ihr an, die kleinen Geister für eure Girlande zu malen. Dafür gebt ihr Cute Ghosts oder auch süße Geister ins Internet ein. Dann geht ihr auf Bilder und müsstet bald diese beiden Geister finden. Jetzt braucht ihr natürlich einmal das Blatt Papier und den Bleistift. Dann fangt ihr an, die kleinen Geister zu malen. Wie viele ist euch überlassen, je nachdem, wie lang die Girlande werden soll. So, ich habe da jetzt noch mal ein paar Geister dazu gemalt. Insgesamt sind es jetzt bei mir 8. Ihr könnt natürlich variieren, wie viele ihr nehmen wollt. Desto mehr Geister ihr malt, desto länger wird eure Girlande. Ihr müsst natürlich auch nicht genau diese Geister nehmen, sondern könnt auch andere nehmen. Nur ich fand die irgendwie ganz süß. So, als nächsten Schritt nehmt euch jetzt euren Filzer und malt alle Linien, die ihr mit Bleistift gemalt habt, mit Filzer nach. Und jetzt schneidet ihr die Geister aus. Wenn ihr dann alle Geister ausgeschnitten habt, so wie ich jetzt, ich habe euch jetzt nicht alles gezeigt, weil es dann ja auch nicht so spannend ist. Also, wenn ihr alles ausgeschnitten habt, dann braucht ihr euer Band. Ich nehme jetzt hier mal dieses hier. Dann schneidet ihr euch ein Stück vom Band ab, ungefähr so viel, dass alle Geister, die ihr ausgeschnitten habt, nebeneinander drauf passen. So, ich habe mir jetzt was abgeschnitten. So, jetzt braucht ihr eure Klebe. Ihr macht dann ein bisschen Klebe hier aufs Band und dann klebt ihr euren Geist so da drauf. Das macht ihr dann immer abwechselnd mit diesem und diesem Geist. Boah, wer hasst auch immer diese Fäden? So, jetzt macht ihr hier aufs Band ein bisschen Kleber. So. Und dann nehmt ihr euch euren Geist und klebt ihn drauf. Und wie gesagt, das macht ihr dann immer abwechselnd mit diesem und diesem Geist. Dann alle Geister aufgeklebt habt, könnt ihr dann noch, wenn noch was übrig geblieben ist, den Rest noch abschneiden von dem Band. Und ja, dann lasst ihr es noch trocknen und seid dann eigentlich auch schon fertig. So, ja, wie gesagt, ihr seid dann auch schon fertig. Lasst es noch gut trocknen. Und genau, dann war es das auch schon wieder mit diesem Video. Ich würde es natürlich super freuen, wenn ihr das auch mal nachmachen würdet. Ja, und dann würde ich sagen, tschüssi und bis zum nächsten Mal.